Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Wissensvlog mit mir. Und ich hoffe, ich habe richtig interessante Themen für euch. Ja, es wird ganz schön spannend und dramatisch bei mir. Aber bevor ich jetzt loslege, hier oben steht Dauerwerbesendung. Das muss so sein, weil ich euch vielleicht Bücher zeigen könnte oder irgendwas anderes. Und das könnte eure Kaufentscheidung halt beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr jede Menge Links, Dokus, alles Mögliche, was wir zu den Themen haben. Ihr müsst also nichts mitschreiben. So, und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Gestern war nämlich der Geburtstag einer Spionin und diese Spionin ist weltberühmt geworden. Mata Hari hieß die Frau. Ja, 147 Jahre wäre schon ein ganz schönes Alter, aber soweit ist es leider nicht gekommen, denn sie hat ein tragisches Ende leider gehabt. Und ich werde euch jetzt ein bisschen was von Mata Hari erzählen, die als Margarete Zelle zur Welt gekommen ist. Sie ist in den schönen Niederlanden zur Welt gekommen. Sie ist also eine Holländerin. Und ja, ihre Eltern waren ganz gut wohlhabend. Ihr Vater hat sie absolut verwöhnt. Sie war so ein richtiges Prinzesschen und auf irgendeinem ihrer Zeugnisse soll wohl auch drauf gestanden haben, dass sie ganz schön verzogen gewesen ist. Passiert ja leicht, wenn man denn ja ein bisschen weich ist. Allerdings hatte dieser Traum ganz schnell ein Ende. Ihr Vater hat nämlich leider gezockt und dabei hat er nicht gerade das glücklichste Händchen gehabt. Auf alle Fälle mussten sie aus dem schönen Haus ausziehen in eine kleine jämmerliche Wohnung und aus der Traum vom Prinzesschen, der Vater haute dann ab. Der hat sich schnell mal abgesetzt. Die Mutter hat das Ganze nicht verknacken können. Sie ist krank geworden und ist dann halt auch gestorben. Ja, was machen mit der guten Margarete? Die kam dann erstmal auf eine Schule. Die sollte eine Ausbildung kriegen, um irgendwie Gouvernante oder Kindermädchen oder sowas zu werden. Ging nicht lange gut. Es hieß nämlich, sie hätte so ein Tüdelüt mit dem Schulleiter gehabt. Und das war es dann mit der Karriere diesbezüglich. Sie kam also wieder nach Hause und hat sich überlegt, was tun. Also hat sie sich die ganzen Heiratsannoncen genommen und hat mal geguckt, wen könnte man denn mal, naja, nicht daten. Heute wäre das einfacher, da würde sie irgendwie so eine Dating-App aufmachen, würde da mal gerade durchgucken oder würde zu, in ihrem Fall wahrscheinlich bei Sugar Daddy irgendwo landen. So hat sie halt bei den Heiratsannoncen geguckt, war ja zu dem Zeitpunkt ein sehr anständiges Mädchen und da wurde sie auch tatsächlich fündig. Und zwar hat sie einen Kolonialoffizier kennengelernt, einen MacLeod hieß er und die beiden haben flugs geheiratet. Er ist mit ihr dann nach Java und dort wurde es dann schon schwierig. Er war 20 Jahre älter, er war schon gesundheitlich angeschlagen, er war super eifersüchtig. Sie, eine sehr schöne, sehr sinnliche Frau, hat halt viele Blicke auf sich gezogen, was er überhaupt nicht verknusen konnte. Und dann kam auch noch die große Katastrophe, der Sohn starb. Die Tochter ist gerade noch so davongekommen. Es heißt, es soll Gift im Spiel gewesen sein. Und ja, es gibt wohl so Vermutungen, dass der Gute ein Verhältnis mit der Haushälterin hatte. Und vielleicht wollte die sich rächen oder hat gedacht, den wische ich richtig eins aus oder was auch immer in dem Kopf von demjenigen halt vor sich gegangen ist, auf alle Fälle. Hat das der Ehe dann den letzten Knacks gegeben und sie ist dann zurück nach Holland. Er hat die Tochter bei sich behalten, die hat sie nie wieder gesehen. Er hat ihr auch kein Geld gezahlt. Sie musste gucken, wie sie zurechtkam und in den Niederlanden war das gerade ein bisschen schwierig für sie. Also auf nach Paris. Ja, wir werden noch ein bisschen mit ihr reisen, denke ich mal. So, also ist sie dann nach Paris und dort hat sie erstmal versucht als Kunstreiterin. Ja, hat nicht so geklappt. Dann wollte sie Aktmodell sein. Dafür war sie den anstrebenden Künstlern oder den Künstlern halt ein bisschen zu mollig. Funktionierte also auch nicht. Also hat sie sich einfach darauf spezialisiert, sich erstmal reiche Gönner zu suchen. Und dann kam sie auf die Idee.
Und aus dieser Idee kam Mata Hari hervor, die Tempeltänzerin. Und sie hat dann, ja, es ist exotisch, war natürlich sehr beliebt zu der Zeit. Und sie hat, denkt daran, Josephine Baker, die kam dann ja später noch. Und sie hat dann halt sich als Tempeltänzerin ausgegeben. Sie hatte ja so Schleiersachen an und ein Minimum an Kleidung. Irgendwann hat sie in ihre Tänze dann halt auch ein Striptease mit eingebaut und ja, Skandal und Aufregung. Sie war in aller Munde, sie klebte auf allem Möglichen, wo man ihr Bild draufkleben konnte, war ein Bild von Mata Hari zu sehen. Ja, und sie hat sich dann halt sehr reiche Männer gesucht. Die Liebesnächte mit ihr waren wohl ordentlich teuer. Sie hatte leider nicht das Geschick. Also kaufmännisches Denken war bei ihr leider nicht vorhanden. Also hat sie das Geld, so wie es reinkam, gleich raus und wenn nicht sogar doppelt rausgeschmissen. Also leider, leider kein Notgroschen, wie man ja so schön immer gesagt hat, angelegt. Und dann kam eben die Situation, sie wurde nun natürlich auch älter. Ihr wisst ja, wie das mit Frauen ist, wenn die älter werden. Früher war das noch schlimmer als heute. Und dann wurde es immer schwieriger, das eben aufrechtzuerhalten. Die Mädchen wurden immer jünger, die ahmten sie nach. Sie ging dann ja auch schon mal in ein Etablissement und verkaufte sich dann dort. Aber auf die Dauer hat sie sich gedacht, das bringt es auch nicht. Also ab die Koffer gepackt nach Berlin. Berlin, das war eigentlich ein gutes Pflaster für sie. Die Preußen waren ja nicht so anspruchsvoll wie die Franzosen, aber da ist ihr dann der Erste Weltkrieg dazwischen gefunkt. Wieder Schitte. Ihr Geld, also das von Ausländern, wurde eingefroren. Jetzt stand sie wieder da, lernt daraufhin auch noch einen Offizier, glaube ich, kennen. Einen Konsul. Und ab da wird die Geschichte ein bisschen schwammig, ein bisschen nebulös. Sie ist jedenfalls für ihn oder durch ihn zur Spionin H21 geworden. So, und dann führt ihre Geschichte noch nach England. Und dann gibt es einen Zufall. Also sie wird dort schon der Spionage irgendwie verdächtigt, aber sie kommt da nochmal gut raus. Und es gab dann irgend so eine Kontrollmitteilung, die ging nach Frankreich. Sie taucht in Frankreich auf und schon hatte man sie auf dem Schirm. Und sie hat sich verliebt. Ja, das passiert gerade ihr. Er war 20 Jahre jünger, er war ein junger Russe und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wollte sie unbedingt zu ihm an die Front, weil er irgendwie verwundet war oder so. Und das haben die anderen sich halt wieder zunutze gemacht und bums wurde sie zur Doppelspionin. Ja, jetzt stand sie da, H21, die Doppelspionin. Und das Ganze ist, wie gesagt, nicht gut für sie ausgegangen. Man hat sie dann irgendwann geschnappt. Sie wurde dann verhaftet. Sie hat mehrere Monate in Haft verbracht. Der Prozess war sehr kurz und sehr bündig und der hat nur 2 Tage gedauert. Man war sich überall eigentlich einig, dass sie nichts verraten hat, was nicht sowieso bekannt war und ja, aber auch das ist alles ein bisschen. Nur ihr sogar ihr guter Ehemann, denn sie hatte sich ja, glaube ich, nie von ihm scheiden lassen. Sogar der, der immer auf sie gewettert hat und der ihr kein Geld geben wollte, die Tochter ihr vorenthalten hat. Sogar der hat gesagt, das hat sie so nicht verdient, egal was sie getan hat. Ob sie was getan hat? Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass sie wirklich eine Spionin war, dass sie vielleicht wirklich Sachen, die wichtig waren für den Ausgang des Krieges, ausgeplaudert hat. Aber es ist genauso wahrscheinlich, dass sie einfach als Sündenbock herhalten musste. Dafür, dass das alles nicht so optimal gelaufen ist oder dass wahrscheinlich bei irgendwelchen Schlachten große Verluste waren. Irgendjemand musste den schwarzen Peter halt in die Schuhe geschoben bekommen und da bot sie sich halt an. Lange Rede, kurzer Sinn, sie war jetzt 41 und man hat ihr den Prozess gemacht. Sie wurde
zum Tode verurteilt und wurde standrechtlich halt erschossen. Ja, auch das ist wieder sehr mysteriös und nebulös. Und ja, man sagt, 12 Männer waren es, die auf sie angelegt haben. 10 haben wohl absichtlich daneben geschossen. Man hat ihr wohl ins Knie geschossen, ins Herz. Und dann letztendlich hat sie noch den finalen Schuss in den Kopf bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so stimmt. Es gibt natürlich noch andere schöne Geschichten. Es soll irgendein Baron oder wer gekommen sein auf einem weißen Pferd und hat sie mit sich genommen. Und tja, was jetzt wirklich? Ob man sie wirklich noch kurz vor den Schüssen gerettet hat, ob man sie wirklich umgelegt hat? Nichts Genaues weiß man nicht, ist ja auch ein bisschen schwierig nach den vielen Jahren. Ein Ernest Hemingway hat damit angegeben, dass er mit ihr das Bett geteilt hat, aber laut der Geschichte, so wie wir sie in den Büchern stehen haben, war der gute Ernest Hemingway noch nicht einmal in Europa gewesen. Da war sie schon tot. Also kann das wohl nicht ganz so stimmen. Ja, ich habe euch ein paar Bücher mitgebracht, die zum Thema nicht nur von Mata Hari, sondern einmal dies hier, Das gewisse Etwas von Ellen T. White, was Frauen unwiderstehlich macht. Das Geheimnis wüsste ich dann auch gerne noch, aber naja, vielleicht sollte ich das Buch mal lesen, vielleicht wüsste ich es dann. Wäre ja mal eine Idee. Auf alle Fälle, das ist Sinas Buch und die haben wir uns mal vor Jahren gekauft. Ich fand Kurzbios ja immer sehr interessant, also hier auch sehr viel Wissenswertes drin, auch ein Kapitel über Mata Hari. Dann Mata Hari, das ist natürlich nicht Mata Hari, das ist die gute Greta Garbo. Und ich zeige euch, das ist also auch wirklich sehr schön aufgemacht. Hier seht ihr einmal Mata Hari und da die Filmversion von Greta Garbo verkörpert. Dann habe ich hier noch ein Buch, also das waren die lasterhaften Frauen. Dann gibt es noch das Buch Codewort Seidenstrumpf, die größten Spioninnen des 19. und 20. Jahrhunderts. Und da ist sie natürlich unter anderem auch vertreten. So, das waren die Bücher, aus denen wir unser Wissen beziehen im Moment. Unter anderem. Haben noch ganz viel. Aber jetzt zum Thema Mata Hari, ja, ich hatte jetzt überlegt, werde ich euch jetzt noch von Mata Hari berichten. Ich denke, das mach mal lieber. Ich hatte bei Instagram nämlich anlässlich ihres Geburtstags, der jetzt am Montag war, heute ist Dienstag, wenn ihr das jetzt seht, wenn das also klappt. Und am Montag hatte sie halt Geburtstag, ihren 147. Und dann kann man eigentlich auch über die gute Mata Hari nochmal reden. So, dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar über die Nürnberger Felsengänge. Habt ihr darüber schon mal was gehört? Ich fand das mega interessant. Es gibt nämlich unter der Stadt Nürnberg gibt es halt Lagerräume. Das Ganze ist riesengroß. Ich gucke mal gerade, ich vergesse das immer. Ich will euch nichts Verkehrtes sagen. Ich glaube, das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Ist ja auch egal. Es ist jedenfalls riesengroß, 1000 Quadratmeter. Und dort hat man im Mittelalter alles schön per Hand rausgehauen. 23 Meter tief unter der Erde gibt es große Lagerräume. Und da haben man damals im Mittelalter halt das Bier gelagert. Bier war ja sehr, sehr wichtig oder es war zumindest gesünder, als wenn man einfach nur Wasser getrunken hätte. Wasser hatte immer die Tücke, dass es schlecht wird, dass es irgendwelche Keime enthielt. Ich weiß nicht, war man zu der Zeit schon aus dem Zeitalter, dass wir vergiften mal gerade den Brunnenalter hinausgewachsen, aber auf alle Fälle hat man das halt gemacht, dass dort unten halt das Bier gelagert wurde. Tja, außerdem gab es dort wohl auch Wasserleitungen und wie gesagt, es ist riesengroß und in den
Von 1912 bis in den 70er Jahren gab es da unten noch was total Interessantes. Da war nämlich eine Gurkenfabrik dort unten. Und über so ein Rohrsystem bekamen die, ich stelle mir das jetzt so vor, dass man da so an so einem Rohr steht, dann schmeißt man da Gurken rein, dann kam da ja, glaube ich, Dill. Ist das Dill, das Gurkenkraut? Kam das da rein? Dann hat man ein paar Flaschen Essig genommen, hat die in die Rohrpost oder in dieses Rohrsystem hineingeworfen und dann wurde dort unten halt die Gurken eingeworfen, gemacht und gelagert und man nannte das Ganze den Nürnberger Gurkenexpress. Ich kenne nur Lemmy und die Schmückert, der hatte ja damals auch so eine Rohrpost. Oh, ich war schwerst beeindruckt. So, aber sehr, sehr interessant war dann eben auch, dass im Zweiten Weltkrieg unten diese Keller zu Luftschutzbunkern auch umfunktioniert wurden und das hat ganz vielen Nürnbergern halt das Leben gerettet. Dadurch, dass das so tief unter der Erde lag, viel tiefer als normale Bunker, war es wohl sogar so, wenn ein Luftangriff war, dass man da unten kaum hörte, dass da oben irgendwelche Sachen explodierten. Man hat da unten dann halt auch wertvolle Kunstschätze halt deponiert, damit denen auch nichts passieren konnte. Und darum sagen die Nürnberger wohl auch, dass ihnen das Bier das Leben gerettet hat. Heutzutage kann man das Ganze bei Stadtführungen oder es gibt wahrscheinlich Extratouren, die man buchen kann, kann man sich das da unten auch alles angucken. Ich finde es sehr spannend und vor allen Dingen, wenn ihr im Hochsommer da seid, solltet ihr das vielleicht auf alle Fälle tun, wenn ihr sagt, boah, ich halte es nicht aus, es ist mir zu warm. Denn dort unten wird es nie wärmer als 13 Grad. 13 Grad und oben 33 Grad, das ist doch ein Angebot, da sollte man sich nicht entgehen lassen, so mal für eine Stunde in die Kühle zu tauchen und dann gut gekühlt wieder aufzutauchen und dann hält man es ja erst wieder ein bisschen aus. So, dann habe ich einen Fisch entdeckt und ich habe gedacht, ich wusste ziemlich viel über Haie, aber den Hai, der ist mir total entgangen. Und zwar ist es der gemeine Teppichhai. Ich habe als Kind, fand ich das immer so, wenn etwas gemein hieß, gemeines Gänseblümchen oder so, dann habe ich mir gedacht, warum ist das denn gemein? Da habe ich mir wirklich viele Gedanken drüber gemacht, bis irgendjemand mir mal erklärt hat, das ist einfach das Einfache. Es ist einfach ein einfaches Gänseblümchen. Fand ich nicht so spannend wie das gemeine Gänseblümchen. Aber wir haben es jetzt mit dem gemeinen Teppichhai zu tun. Der ist gar nicht so gemein, wie er sich anhört. Man nennt ihn auch Wobbegong und er lebt vor der Küste von Australien. Habt ihr zufällig eine Idee, warum diese ganzen giftigen und gefährlichen Viecher in oder auf und um Australien leben? Also ich weiß nicht, ich glaube, ich muss da doch nicht hin. So, und die sehen aus, wenn ihr euch die anguckt, die sind so gelblich-bräunlich, haben Flecken. Man könnte sie vielleicht für einen Teppich, wenn ja auch nicht für den allerschönsten, halten. Und das Gefährliche ist, sie halten sich halt mit Vorliebe dort auf, wo das Wasser flach ist. Aber sie können noch bis zu 110 Meter in der Tiefe halt, kann man denen auch begegnen. Aber im Grunde sind sie immer da, wo halt das Wasser nicht so tief ist, wo man schön bequem drauf treten kann, wenn man Pech hat. Und das sollte man tunlichst lassen. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Also, die werden nämlich ziemlich groß. Ich glaube, gelesen zu haben, dass der größte Teppichhai, den man mal irgendwie gefunden, gefangen, gesehen hat, fast 3 Meter oder sogar 3 Meter lang gewesen ist. Aber in der Regel sind sie zwischen 1,50, reicht ja auch schon, und maximal 3 Metern halt groß. Und die schwimmen halt gerne unten oder legen sich auch gerne auf den Grund. Und wenn man dann so dumm ist und tritt da drauf, dann erwarten einem ein großes Maul und Zähne, oben 2-reihig, unten 3-reihig, und die können schon richtig Schaden anrichten, glaubt es mir. Aber ansonsten will der gar nichts von euch. Das heißt, er würde euch beißen, was sehr schmerzvoll sein könnte und vielleicht verliert man dabei auch was, aber danach hauen die ab. Also das ist nicht so, dass die noch mehr an euch knabbern wollen oder so, und man sollte sie halt tunlichst nicht fangen, weil dann werden sie auch sehr aggressiv. So, was frisst das gute Ding? Sie fressen kleine Krebse, kleine Fische, sie fressen andere Haie, sie fressen ihre Artgenossen. Also da sind sie nicht so zimperlich, aber Menschen
scheint nicht so ihre Geschmacksnote zu sein. So, es gibt auch noch Unterarten. Also wenn ihr euch die anguckt, das ist schon interessant. Es gibt auch Fransenteppichhaie und solche Sachen. Vielleicht möchtet ihr ja so ein Exemplar bei euch so im Badezimmer vor der Dusche liegen haben. Ich nicht, lassen wir die lieber, wo sie hingehören, nämlich vor die Küste von Australien. So, dann habe ich mich sehr gefreut. Ich bin gestolpert über einen Bericht über Szymanski. Szymanski, ja, die Älteren unter euch werden ihn kennen. Es war ja einer der beliebtesten Tatort-Kommissare überhaupt. Die erste Folge mit ihm wurde 1981 ausgestrahlt und ich glaube, das ging über 30 Jahre gut mit ihm. An seiner Seite war ja Tanner. Und Tanner war ja mehr ein bisschen korrekter, hat immer ordentlich angezogen, immer Fliege und so weiter. Szymanski sah ja schon eher aus, als wenn man mal ein bisschen Krawall mit ihm kriegen könnte. Und gespielt hatte ihn Götz George. Und ihr wisst es vielleicht. Es gab ja diese typischen Szymanski-Jacken. Also wenn man so eine Szymanski-Jacke hatte, dann war da schon jemand. Und alle fanden diese Szymanski-Jacken total gut. Das war eine beige-graue M65 Feldjacke. Und Götz George hat mal in einem Interview erzählt, dass er sich halt bereit gemacht hat für diese Rolle und er hatte sich dann hingelegt ein T-Shirt, eine olivgrüne, so eine Jacke und Cowboystiefel und eine dunkelblaue, so eine richtig dunkelblaue Jeans. So hatte er sich den Szymanski vorgestellt. Und dann kam er damit mit den Sachen halt raus und hat gesagt, ja, so würde ich ihn halt gerne spielen. Und dann haben die gesagt, nein, 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 das geht nicht. Die Jacke, das erinnert viel zu sehr an Militär. Zeiten und so weiter, das können wir nicht bringen. Und er hat gedacht, naja, aber eigentlich so, wie ich mir den vorstelle, wie ich ihn spielen möchte, würde das sehr gut zu ihm passen. Dann ist er auf die gute Idee gekommen, nimmt die Jacke, packt sie in Entfärber und dann gibt das eine prima Jacke. Und er hatte recht. Also er hätte unter die Designer gehen können vielleicht. So, das Ganze hat ja in Duisburg, glaube ich, gespielt, also jedenfalls im Pütt. Und keiner ist auf die Idee gekommen, dass Götz George da nicht hingehört. Er war so gut in seiner Rolle, dass alle vergessen haben, dass er eigentlich ein Berliner war. Und vor allen Dingen hatten die Leute sowieso ein Problem damit, weil sie konnten irgendwann nicht mehr unterscheiden. Wenn sie Götz George irgendwo gesehen haben, haben sie gesagt, oh, hi, Schimmi. Oder hallo, Szymanski oder Herr Kommissar. Auf alle Fälle, keiner erinnerte sich wirklich, dass er noch Götz George war. Kann natürlich auch ein bisschen was fürs Ego tun. Was kann ich euch noch zu ihm erzählen? Ach ja, die Bild-Zeitung hat übrigens erst am Anfang ziemlich stark gegen ihn gemacht. Sie haben wohl auch gezählt, wie oft er in einer Folge halt Scheiße gesagt hat. Ich glaube, Spitzenreiter war dann mal irgendwie 35 Mal oder so. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf alle Fälle war das schon ganz interessant. Szymi war jedenfalls so die Verkörperung von jemandem, der halt eben ein guter Polizist war, der auch mal in seiner Jacke, darum wollte er auch unbedingt diese Jacke haben, auch mal in eine Nacht im Auto mit übernachten konnte. Er war halt nicht der geschniegelte Polizist, was die Bild-Zeitung eben auch kreidet hat oder die Presse überhaupt. Er war halt ein Polizist, wie man ihn in der Öffentlichkeit vielleicht nicht haben möchte, der aber doch eigentlich ein guter ist. Ja, so habe ich ihn auch immer empfunden. Könnt ihr euch noch an Szymanski erinnern? Und der Tanner gespielt hat, der hat ja später den Vater von Anna gespielt, also von dieser Ballettreihe. Und die beiden zusammen fand ich einfach richtig gut. Ich weiß gar nicht, wer heutzutage da beim Tatort Kommissar ist. Ich weiß gar nicht, ob es damals auch noch andere Kommissare gab. Ich bin kein großer Tatortfreund. Ich hatte meine Tatortzeit mit Szymanski und dann war auch, glaube ich, Schluss damit. Es gab doch, glaube ich, sogar noch einen Kinofilm mit Szymanski, oder? Das wollte ich noch nachgucken. Da hatte Klaus Lage noch ein Lied zugeschrieben, Faust auf Faust. Auch ein Song, den könnt ihr euch mal angucken.
gucken. Hilft wenig bei sowas. Also anhören. Ja, und ich fand das sehr schön, einen Ausflug in die 80er, 90er mal wieder zu machen mit dem Herrn Schimanski. Ach so, hatte ich euch auch gesagt, das ist zu Mata Hari auch. Jetzt, ich weiß nicht, ja, es ist ja schon raus. Klar, die es gibt jetzt auch eine Romanbio. Zumindest Greta Garbo als Mata Hari. Es gibt eine Romanbio zu ihr. Die ist von Eva Maria Bast. Ich lese die nicht so gerne. Ich habe es jetzt gesehen bei Edeka auf dem Wühltisch. Wollte es mir erst mitnehmen. Habe gedacht, ach nee, lass mal. Ich komme nicht so ganz gut mit ihr klar. Ja, und wer hatte noch über sie geschrieben? Paulo Coelho, ihr wisst, der mit dem Jakobsweg, der mit dem Alchemisten, der ja ein sehr spirituelles Leben führt und daran seine Leser ja gerne teilhaben lässt. Der hat auch ein Buch über Mata Hari geschrieben, habe ich aber nicht gelesen, kann ich nicht zu sagen. Aber ihr findet ja alles, falls ich jetzt noch irgendwas vergessen habe, unten in der Infobox. So, meine Lieben, und ich hoffe, ich konnte euch Mata Hari ein bisschen näher bringen. Sie ist wirklich eine tragische Figur und sie hat irgendwann mal gesagt, ich wollte immer nur ein Schmetterling sein, so sinngemäß. Das war bestimmt wieder nicht richtig zitiert. Egal, schwamm drüber, wenn ihr das richtige Zitat wollt. Ich glaube, hier im Buch steht es und ich habe es, glaube ich, auch im Instagram, auf dem Instagram-Kanal im Feed müsste das Bild sein und das Zitat eventuell vielleicht. Gut, so, und jetzt verschwinde ich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen fantastischen Tag, was immer gerade vor euch liegt. Bis dann.